Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Wie viele Böller überlebt? Und unser heutiger Kandidat ist ein Grill. Mit dem Grill gab es einen kleinen Zwischenvorfall und zwar hat er gewaltig gebrannt. Der Griff hier, der war fast abgeschmolzen, Thermometeranzeige funktioniert nicht mehr und ansonsten musste ich den mit dem Feuerlöscher löschen. Ein paar Rückstände sind da noch, also ich denke, wenn man mit dem grillen würde, dann wäre das vielleicht nicht mehr so gesund. Außer ich grill Böller damit, das ist sogar sehr gesund. Freunde, wenn ihr noch mehr Teile von dem Format Wie viele Böller überlebt sehen wollt, lasst einen Daumen hoch da, wenn das Video 5000 Daumen hoch erreicht, werde ich so schnell wie möglich den nächsten Teil abdrehen. Heute habe ich deutsche Böller mit dabei, aber auch ein paar härtere Sachen. Also ich glaube, wir werden den Grill heute schon gut geben. Fangen wir auch hier direkt mit dem ersten Böller an. Roter Corsa. Schaut euch das an, wie schön er da liegt. Ich zünd an. Let's go. Alter. Wow, wieso war der Roter Corsa so stark? Oh, es war ganz schön laut. Ich habe so das Gefühl, es hat mir hier fast den ganzen Grill zerlegt, ey. Na komm, schieben wir den nächsten rein. Ein Retro-Funke-China-Böller B. Ich glaube, der wird sogar noch ein bisschen besser knallen, also. Macht euch! Oh nein! Alter, war der laut. Oh. Ich wollte gerade sagen, macht euch auf etwas gefasst und dann ging die Tür nicht zu. Aber ich habe dazugelernt. Bei der Mikrowelle war es ja schon so, dass Böllerreste im Weg lagen. Und hier haben wir jetzt genau das gleiche Problem. Böllerreste liegen im Weg. Ich mach die mal hier weg und oh, schaut euch das mal an. Alter, wie wir den Böller hier gegrillt haben. Das sieht aus wie eine Blume jetzt. Schenke ich Aimi. Jawohl, jetzt geht der Grill auch wieder zu. Komm schon, jetzt aber. Oh yeah. Oh yeah, der steht richtig schön da. Ohne Spaß, die Böller, die knallen richtig gut, aber wie viel Müll die hinterlassen, das ist doch nicht mehr normal. Komm, für zwischendurch etwas leichte Kost für den Grill, eine kleine Crackling Snake. Ich zünd sie an. Und wir genießen das Knistern. Ja, qualmt so, als wenn da richtig leckeres Steak drin wäre, oder was meint ihr? Machen wir den Deckel auf hier und... Wow, ich glaube, der kommt so langsam auf Temperaturen. Hier die nächste leichte Kost, ein Scream, Mini-Heuler. Ich hatte gerade schon Angst, dass er durchfällt. Er brennt. Der Grill ist zu. Die Party kann beginnen. Oh, da hat er nur kurz geheult. Und als Vorspeise wünsche ich mir ein Knallfrosch. Let's go. Ja, war nicht übel. Das hat sich so angehört, als hätte der Grill Blähung. Alter, was da jedes Mal für eine Rauchwolke aufsteigt. Heftig. Wir müssen erstmal ganz kurz ausqualmen lassen. Jetzt lege ich mal hier so einen billigen D-Böller rein. Der macht auch ziemlich viel Müll. Mal gucken, ob der heftiger den Grill aufknallen wird als der Retro-Böller. Ich zünd das Ding an. Das war nix. Okay, Grill. Ich würde sagen, das war alles erst das Vorspiel. Jetzt wird es langsam etwas härter. Ich habe hier ein Petarda P750 0,3 Gramm Kategorie F3. Den stellen wir richtig schön auf. Ich habe gesagt, den stellen wir richtig schön auf. Das ist gar nicht so einfach hier auf dem Grillrost.
Oh, oh. Der will nicht stehen, Alter. Der ist einfach schlaff. Der fällt einfach um. So richtig schlaff war. Okay, wir legen ihn hin. Ich geb's auf. Ich bin gespannt, was das jetzt wird. Boah, geile Zündblitze, ey. Das sah geil aus. Hab die Druckwelle schon gespürt. Ich glaube, der Böller, der tat dem Grill überhaupt nicht gut. Sah so aus, als wollte er ihn ausspucken. Und der hat sich auch ein bisschen bewegt. Ich glaube, der hat ganz schön gewürgt. Komm, nehmen wir hier jetzt ein Retro-Funke-China-Böller. Ah, A steht für... Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, für was A steht. A steht für anzünden. Boah, wie schön der aufgegangen ist. Und da kam noch eine kurze Flamme. Machen wir sofort weiter mit Bella Bomber. Die waren bei dem Mikrowellenvergleich die besten deutschen Böller. Ich bin mal gespannt, was die jetzt machen werden. Grill, ich denke, der wird dir schon schmecken. Sehr schöne Zündblitze, gefällt mir. Oh, das hat sehr gut geschmeckt. Wir tasten uns langsam heran. Steigern uns langsam. Als nächstes ein Dom-Bom-Mittel. Ich glaube, das wird ganz gut. Alter. Oh mein Gott, was ist hier passiert, ey? Da hat man schon ordentlich die Druckwelle gespürt. Ich bin das überhaupt nicht mehr gewohnt und es hat den Grill zerberstet, zerfetzt, komplett aus dem Leben geballert. Schaut euch das mal an, ey. Alter, der steht ja nicht mal mehr richtig. Hier der Deckel. Der sieht eigentlich noch ganz gut aus. Vielleicht kann man den nochmal verwenden, aber oh, das hätte ich nicht gedacht. An dieser Stelle möchte ich mal am Rande erwähnen, wer braucht schon Sperrmüll oder so? Bringt euer Zeug einfach zu mir und ich regel das. Komm, machen wir einfach weiter, als wäre nichts. Das hier ist der Regler von dem Grill. Also da konnte man halt dran drehen und eben die Gaszufuhr regeln. Ich würde sagen, wir spielen jetzt, wie hoch fliegt der Drehgriff, indem ich hier einfach so einen kleinen Böller reinstecke und dann zünden wir das an und stellen das auf. Ey, yo! Mal gucken, wie hoch er fliegen wird. Alter, wo ist der hin, ey? Ey, nicht übel. Ich muss sagen, das war sogar unerwartet weit hoch. Das muss ich nochmal wiederholen. Also Deckel, ich will das jetzt ganz genau nochmal so sehen. Oh, geil. Also, an dieser Stelle möchte ich jetzt schon mal sagen, der Grill hat nicht so viele Böller überlebt. Der war wirklich ein sehr, sehr schwacher Gegner. Jetzt kommen wir zum Finale. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle, aber ihr müsst euch das unbedingt noch anschauen. Wir nehmen uns nämlich einen Big Bang 5G und stecken ihn jetzt unter den Deckel. Der Deckel, der ist hier zwar nicht 100% abgedichtet, aber der wird sowieso hochfliegen. Vielleicht wird der auch kaputt gehen. Ich weiß es nicht. Es wird spannend und ich bin gespannt, wie hier auch gleich der Platz aussehen wird mit dem Proteinpulver vom letzten Mal. Also ich glaube, es wird heftig und ich denke, da sind wir uns einig. Verdammt, ich bin schon ein bisschen aus der Übung mit dem Film, ey. Ich wusste gar nicht, wo ich hinfilmen soll. Der war auf einmal weg. Aber er hat's überlebt. Ist hier nur ein bisschen aufgerissen. Ich würde sagen, da können wir ruhig noch einen reinstecken, oder? Aber dieses Mal bringe ich mich etwas in Sicherheit.
Also ich glaube, noch einen würde er nicht vertragen. Ich hoffe, dass ihr dadurch gut unterhalten. Nochmal hier, Peace.